Hallo und willkommen zurück zu Super Meat Boy, dem Spiel für Fleischer oder so. Ja, in der letzten Folge haben wir hier im zweiten Chapter in der Dark World und in der hellen Welt weitergemacht. Wir haben in der Dark World die Level geschafft und in der hellen Welt, in der Lichtwelt, ein paar Pflaster gesammelt. Hier fehlt jetzt noch eins. Bevor ich das sammle, möchte ich euch noch eins sagen, nämlich zum Thema Glitch-Level. Es gibt pro Chapter ein Glitch-Level, da habe ich mal nachgeschaut, wie das denn funktioniert. Also egal, wo man das Glitch-Level freischaltet, es gibt nur das eine in der Lichtwelt jeweils. Und dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit 218 Destructoid, wie das Ding heißt, und versuchen hier dieses merkwürdige Pflasterchen zu holen. Ich bin heute ein bisschen vorbereitet, was die Pflaster angeht, was ich so zu tun habe. Bin aber überhaupt nicht vorbereitet, was Übung angeht, denn ich habe mich kein bisschen warm gespielt heute. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn ich das vorher mache. Heute habe ich es nicht gemacht. Was soll's? So, ich weiß aber jetzt, wie wir dieses Pflasterchen hier bekommen. Irgendwann müsste der Laser aussetzen. Und dann kann ich hier rein. Ja. Und das ist es im Prinzip. Da muss man erstmal drauf kommen. Man kann tatsächlich hier durchflutschen. Und seht ihr das? Ich bin jetzt hier unten links. Seht ihr mich? Hallo? Ich bin's, Meat Boy. Und ja, es gibt also diese zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. Einmal hier oben, ne? Da, auf der linken Seite. Und einmal halt ganz hier links, wo Bandage Girl ist, kann man direkt wieder rausspringen. Und... wow, bin ich reingekommen? Ja, okay, hat funktioniert. Dann würde ich sagen, zurück zur Karte. Das Bandage hätten wir wieder mal eins gesammelt. Jetzt fehlen noch genau drei Bandages, und zwar in der Dunkelwelt. Da muss ich jetzt wieder schauen, was ich schon habe. Die 4, die 6 und die 7, das muss ich wieder abstreiten. Das habe ich jetzt vorher nicht gemacht, weil ich nicht noch extra mal nachschauen wollte. Wenn mein Stift jetzt noch gehen würde, wunderbar. 4, 6, 7. Sehr gut. 10, 15, 16 haben wir. Okay. 10, 15, 16. Es fehlen noch genau... achso, das haben wir auch hier. Ja. 2? Ne, 3. Ah ja, genau. Also einmal in dem... ich sehe gerade die Warpstone, habe ich noch gar nicht. Alles klar. Und in Level 12. Wir gehen erstmal nach Level 12. Sammeln dort das... Pflasterchen, falls ich es irgendwie schaffe. Und danach besuchen wir ist jetzt wirklich so schwer, das zu sagen. Die Dings freizuschalten. Die Warp Zone, meine Fresse. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen gestockt habe mit dem Reden, aber ich habe eigentlich gerade überlegt, wo ich das Pflaster finden könnte. Und ich weiß nicht so recht, wo. Wenn ich ehrlich bin. Ah! Was ist denn da links unten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da ist. Komme ich da runter eigentlich? Ja, es ist bestimmt hier hinten. Okay. Ja. Springen wir erstmal in die Nadeln rein. Hallo. Ja, also im Prinzip ist das Level ja nicht so schwer. Ich weiß zumindest, wo ich die Schlüssel finde, wie ich da so durchkomme. Ach, verdammt. Ich habe den Takt nicht mehr drin. Aber was soll's. Alles easy. Scheiße, komplett zerflattert. Ich muss direkt losrennen, dann habe ich auch den Takt drin. Na, dann passt das. Genau. Wenn ich dann noch das mit dem Springen hinbekommen würde heute, ach Gottchen, ey. Ja, es ist ein bisschen spät, ich hatte einen recht anstrengenden Tag. Ist, glaube ich, so halb zwölf jetzt, abends, keine Ahnung, ungefähr. Und ja, gibt mir einen Moment Zeit, um mich warm zu spielen. Das wird sich gleich wieder gegeben haben hier und dann geht's richtig los. Nur das Pflaster müsste ich noch irgendwie finden. Ach, come on. Ich habe den, am Anfang habe ich das immer so gemacht, dass ich hier komplett durchgerannt bin und es hat ganz gut funktioniert. Shit! Komm schon, Baby. So, ich vermute, wie gesagt, das Pflaster wird da unten sein. Ach, shit. Ist aber auch gemein, da mehrmals durchzumüssen. Ich glaube wirklich, beim damaligen Durchspielen, beim ersten Mal, habe ich das komplett im Highspeed-Modus gemacht. Und bin damit recht gut durchgekommen. Ja, da unten ist das Pflaster. Okay. Das Gute ist, jetzt kommen hier keine Sägen mehr. Nein. Shit, ey. Ich bin abgerutscht da. Naja. Okay, gut. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Das Pflaster zu bekommen sollte also insgesamt auch nicht so schwer sein. Na, komm schon. Ja, okay. Jetzt hier nochmal durchkommen. Man muss da mal auf ziemlich viele Sägen aufpassen. Och, Gottchen, ey. Ernsthaft? Das hat nicht... wieso habe ich denn da... muss ich da echt einen Sprung machen? Na, schon habe ich das Timing wieder versaut hier. Na gut, okay. Also da hinzukommen ist jetzt nicht so schwer. Schwieriger ist es wieder zurückzukommen, obwohl auch das nicht so schwer ist. Was sehe ich denn hier?
Rikus, erzähl keinen Mist, das ist alles easy. So, und jetzt springen wir hier. Ah, scheiße. Das war zu viel Speed, definitiv. Oh mein Gott, ich habe zu viel Speed genommen. Oder so. Ja, vielleicht. Ich möchte heute auf jeden Fall die zweite Welt abschließen, falls ich das irgendwie schaffen kann. Also ich weiß nicht, was in der Warp dann auf mich zukommt, aber das weiß man ja nie so recht. Ach, warte mal, ich muss erstmal meinen Sound ein bisschen leiser machen. Das ist so ein Lärm hier, ein unglaublicher Lärm. Meine Fresse. So, okay, jetzt ist besser. Meat Boy, mein alter Kumpel. Ja, also das passt, ne? So schwer ist es wirklich nicht. So, jetzt mache ich hier ganz langsam. Das kann doch nicht der Ernst sein. Ich wollte da eigentlich echt ein bisschen vorsichtig runtergehen. Es ist schwierig, da wieder rauszukommen, ne? Das habe ich mir von Anfang an gedacht, als ich die Stelle da gesehen habe irgendwie. So, Schlüssel. Yo. Also hierher komme ich jedes Mal problemlos. Relativ problemlos zumindest. Auch hier runter eigentlich kein Stress, ne? Aber. Ey, nimm's mit. Langsam. Ich bin so vorsichtig. Scheiße. Oh Mann, nein, ich will nicht da wieder hoch. Ah. Ja, okay. Alles klar. Das Great A Plus, das ist vom damaligen Durchspielen. Jetzt haben wir es auf jeden Fall erstmal gemacht. Geht zurück zur Karte, okay. Damit haben wir das nächste Bandage. Es fehlen noch genau zwei und die müssten in dieser verborgenen Warpzone sein, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Und die wiederum müsste hier in Level 5 sein. Agent Orange. Okay, war schon mal. Das erinnert mich an irgendwas. Wo ist denn hier eine Warpzone? Also, okay. Muss ich mal ein bisschen die Augen offen halten. Ja, das sollte ich vielleicht anders machen. Scheiße, Mann. Ich bring das nicht mehr. Mami. Hui. Manu, was ist das für eine Scheiße? Wie hab ich das damals gemacht? Ach. Das Problem ist ja, im Prinzip... Moment, meine Wange hat gekrabbelt. Das Problem ist auch, man muss das relativ schnell machen. Ach so, man muss eigentlich gar nicht... Ach, ich depp, ich muss gar nicht da direkt hoch. Auf der linken Seite. Ich muss auf der rechten Seite hoch. Ach. Okay, ich habe heute wie immer Spaß dran. Das ist schon mal viel wert. Oftmals hasse ich dieses Spiel nämlich auch. Und soweit ich weiß, muss ich nur über die... Ja, Spritzen drüber kommen. So wie dazu. Vielleicht geht es auch irgendwie anders. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber das wird sich gleich wieder einpegeln. Meat Boy, wollen wir jetzt vielleicht wieder Freunde sein? So ein bisschen? Ach, Menno, das war ein klares Nein, würde ich sagen. Ach, Mensch, so ein Ärger aber auch. Okay. Ich hab den Sprung versaut. Schade, Mann, das war nicht gut. Ja, okay, sehr gut. Springen wir da rein. Hoi, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich heute so scheiße anstelle, aber ja, doch, es ist so. Ihr könnt mir glauben. Come on. Also, ist das ernst? Da kann man gar nicht sterben. Also, man kann da schon sterben, aber man kann da noch nicht wirklich sterben. Oh. Ja, drin jetzt hier. Und hopp. Hab ich nicht gemacht, oder? Okay. Zack, und rüber. Hui. Oh. Rikus, du alte Pfeife. Du spielst wie ein letzter Kloppi. So, und jetzt aber. Hops. Ja, und jetzt müsste ich noch irgendwie rausfinden, wo die Warpzone ist. Ich kann mich dran erinnern, dass ich die schon mal irgendwo... Hier sind nicht. Hä? Wo sind die? Hallo? Bin ich eigentlich in der dunklen Welt? Ja, ne? Moment mal. Ich bin in der dunklen Welt. Und laut meiner Aufzeichnung sollte das hier irgendwo sein. Also das Pflasterchen, ne? Ey, das Pflasterchen, das ist die Warpzone, der Eingang zur Warpzone. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen mehr aufmerksam sein. Ach Mensch, jetzt springt er nicht immer da unten rein, Meat Boy. Was ist denn mit dir? Ist denn hier der Eingang zu der Warpzone? Ich muss auch ehrlich zu euch sagen. Da! Aha, okay. Dass ich nicht nachgeschaut habe, wollte ich gerade sagen. Aber das hat sich jetzt erledigt. Brauche ich auch nicht. Ich weiß jetzt, wo es ist. Ach, ich habe schon wieder vergessen, wie man den ersten Sprung hier macht. Also den ersten Ventilatorsprung, nämlich so. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur von hier... in die Säge reinspringen. Genau, Rikus. Sehr gut. Okay, ich vermute fast, es wird heute nichts mit dem komplett Schaffen hier. Scheiße. Ja, ihr könnt euch gerne über mich lustig machen. Ihr könnt mir auch gerne mal ein paar zynische Kommentare schreiben. Damit habe ich kein Problem.
Gerade wenn ich so eine Scheiße zusammenspiele wie heute, dann ist das schon okay. Jaja. Jaja, okay. So. Oh, zu weit. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich schnell genug bin. Sowas muss man ja eigentlich mal relativ flott machen. Ja, genau. So schnell muss es gehen. Schnell in die Spritzen reinfliegen. Come on. Sehr gut. So sieht's gut aus. Okay. Ja, so nicht. Alter. Ich kann nicht mehr springen. Also irgendwie... Das ist aber das Problem. Ich habe wieder 2-3 Tage nicht... Oder ein bisschen mehr. Wann habe ich denn die letzte Aufnahme gemacht? Ist auf jeden Fall ein paar Tage her. Und ich habe es ja schon ganz oft erzählt. Man verliert so ein bisschen das Feeling für dieses Spiel, wenn man das mal ein paar Tage beiseite lässt. Halt, hoch da. Okay. Ach, wieder zu weit. Ja, das war schon mal besser. Das war schon mal besser. Ich weiß auch nicht, wie ich sonst am besten... Ach, Menno. Wie ich ansonsten am besten da hinkommen kann. Also, ich glaube nicht, dass ich hier mit dem Ventilator schon das Ziel da oben erreichen kann. Also die, und das Ziel ist die Warp-Zone. Aber das... Ja, das ist... Ja. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ach, Mensch. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, ich habe schon ungefähr ätzende 2000 Mal gesagt, ich hasse diese Ventilatoren. Ich komme damit nicht klar und ich werde damit nie richtig klarkommen. Der hier ist ja noch relativ gechillt. Wieder zu... Ah, die ist noch da. Okay, ich bin schnell genug. Das auf jeden Fall. Okay, damit habe ich zumindest dieses Zeitproblem nicht mehr. Come on. Come on, Meat Boy. So, jetzt ganz gemütlich. Warp Zone! Endlich. Oh Mann, ja. So, und da drin müssten auch noch 2 Pflaster sein. Super Meat Boy. Oh, meine Augen. Was ist denn das? Ups. Okay, ich muss erstmal erkennen, was ich überhaupt zu tun habe. Ja. Also im Prinzip nichts anderes, als was man schon sehr oft hatte, ne? Also diese Wände. Achso, was ich übrigens noch nicht gesagt habe, ist, wenn man die Pflaster in der Warpzone einsammelt, dann sind die Pflaster beim nächsten Mal in der Warpzone spielen gar nicht mehr da. Das hat mich letztes Mal gewundert, als ich die restlichen Pflaster in den anderen Warpzones gesammelt habe. Oh. Upsi. Da habe ich mich gewundert, wo sind denn die anderen, die ich schon mal hatte? Und die waren gar nicht da. Und naja, das liegt wohl daran einfach, dass die danach komplett weg sind, wenn man die einmal gesammelt hat. Sehr schön. So, im Prinzip... Ui, ist es immer dasselbe? Ich habe jetzt hier auch keinen Zeitdruck, das sollte man nicht vergessen. Jawohl, mit Pflaster schon. Super. Das heißt, das Pflaster muss ich eigentlich nie wieder sammeln. Oh, okay, interessant. Scheiße, Mann. Da wäre so ein Zusatzsprung gar nicht schlecht, ne? Oh, okay, das war's schon. Nice. Dann vermute ich, in der letzten Welt gibt es noch ein Pflaster. Was zur Hölle ist das? Nein, oder? Oh. Ah. Sorry, ich war kurz verwirrt. Was ich jetzt zu tun habe. Ach. Ist ja gemein, die Stelle da. Okay, ich muss also ganz hoch. Hoppala, abwarten. Einmal ganz hoch, dann wieder ganz runter und dann nochmal ganz hoch, nehme ich an. Ui, ich habe es überlebt. Wow. Ja, in dem Fall ist Überleben wichtiger als, wow, schnell sein. Und okay. Ich bin jetzt mal ein kleines bisschen ruhig, nicht wundern. Wow. Es ist viel schwerer, dem auszuweichen, was hier runter zufliegt, als... Ich darf da nicht oben drauf? Wirklich? Oh, ernsthaft, Leute? So, mal schauen, ob das Pflaster jetzt schon weg ist. Das wäre nämlich das Interessante. Nee, es ist wieder da. Habe ich es wirklich nicht eingesammelt, weil ich das Level nicht... die Warpstone nicht komplett beendet habe? Ist ja gemein. Okay. Ist aber im Prinzip relativ... Ja, leicht. Ich sollte sowas nicht sagen, während ich in diesem Level bin und noch scheitern kann. Kann ich sagen, wenn ich das Level wieder geschafft habe. Obwohl es wirklich nicht ganz so schwer ist. Also ich habe schon schlimmere Warpzones gespielt. Die ist vielleicht ein bisschen ungünstig für Epileptiker und für andere Leute mit visuellen Störungen. Aber so vom Schwierigkeitsgrad her ist die wirklich nicht schwer. Ach, vergessen. Ach Mensch. Das muss man sich erstmal in die Birne reinbekommen, ne? Dass man da nicht... Ja, dass man diesen zweiten auch noch ausweichen muss. Mann, ist das gemein. Meine Fresse. Ausweichen. Ich raste aus. Das ist mies. Ich bräuchte eigentlich bei der Warpzone bräuchte ich eigentlich die Kit für den Doppelsprung. Der wäre das sehr, sehr viel wert. Aber so leicht ist das Spiel nun mal nicht.
Ach, Mist. Da muss man sich halt mal ein kleines bisschen konzentrieren. Also, Rekos, los jetzt. Hier kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Du kannst nur den Zwischensprung falsch timen und dann abstürzen. So wie jetzt. Genau so wie jetzt. Ich mag das auch. Also, diese Sprünge habe ich noch nie so richtig gemocht. Die Wandsprünge, ne, mit den Blöcken, die sich auflösen. Ich habe es schon ganz oft gesagt, das ist absolut nicht meins. Komm schon. Ja, aber das mit dem Pflaster ganz gut hier in der ersten. Ne? Das passt, das passt. Juhu. So, jetzt wieder diese beschissene Warp Zone. Nein! Och Mann, ich dachte, ich habe Zeit. Ist das mies. Ja, Rikus, muss denn sowas sein? Du hast nur 3 Leben. Konzentration, bitte. Och, ich habe extra gewartet. Ich raste aus. Und nochmal der ganze Spaß. Ach, das ist halt erstmal das Problem bei den Warp-Zones. Man muss die alle 3 hintereinander schaffen, ohne zwischendurch zu versauen. Und ja, so wenn ich jetzt schon das untere wegrutsche, dann ist natürlich ein bisschen doof. Ah, das ärgert mich, das ärgert mich. Ich könnte eigentlich schon fertig sein, wenn ich das ein bisschen besser gemacht hätte. Ich muss auch ehrlich sagen, die zweite Warp-Zone, die scheint mir bis jetzt so die schwierigste von den 3 hier zu sein. Die dritte ist einfach nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, super. Habe ich jetzt das Bandit schon? Nee, es steht tatsächlich noch nicht drin. 1977 heißt diese Warp-Zone. 1977. Okay, come on, come on. Ich möchte. Oh, die Farben, ey. Da kriegt man die Krise, oder? Selbst als Nicht-Epileptiker. Sehr gut. Immer schön ruhig bleiben, Rikus. Jo. Also die erste ist wirklich okay. Da braucht man zwar auch ab und zu mal ein paar Versuche, aber was soll's. Okay. Also die kann man wunderbar mit dem Wandsprung am Ende lösen. Sehr gut. Nein, spring doch weg. Ich war nicht an der Wand dran, das war ein bisschen doof. So, ich bin jetzt mal sehr ruhig, denn ich konzentriere mich, dass ich hier nicht schon wieder alles versaue. Da ist also Bandage Girl, okay. Ja, okay, diesmal bin ich da irgendwie nicht Aber wenn der schießt, sind die so ein kleines bisschen oberhalb. Nein! Ach, ich depp. Ich bin so dumm. Okay, folgendes Gutes. Das erste Bandage haben wir sicher. Ich versuche es nochmal, die ganze Warpstone zu spielen, weil die so schön war. Warum denn sonst? Ach, Mann. Ich dachte, ich hab's jetzt zu weit, super. Ist das mein Ernst? Ich mag die erste nicht. Also die erste Stage ist die einzige von den 3, die mir so gar nicht gefällt. Obwohl die eigentlich auch nicht so schwer ist. Man muss nur sehr präzise spielen. Ja, sehr gut. Okay, das war präzise genug. Und geschafft. Super. Ich dachte schon, ich springe jetzt zu kurz, als ich sagte, und geschafft. Da bin ich nämlich ein ganz kleines bisschen von der Taste gerutscht. Ja, okay, gleich beim ersten Versuch die zweite Welt. Und jetzt nochmal die dritte. Ich muss nur noch das Pflaster schon holen. Uiuiui, jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich hier warten muss. Komm schon. Ich würde jetzt auch wirklich gern hinter mich bringen hier, die Warp Zone. Okay. So weit, so gut. So, jetzt nur noch hier hochkommen. Ist eigentlich nicht so schwer. Jawollo, jawollo, jawollo. Damit hätten wir die zweite Welt eigentlich auf 100% geschafft. Aber es gibt da noch eine Kleinigkeit zu erledigen in der zweiten Welt. Und das werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Ich sag's euch aber jetzt schon, nämlich die Glitch World, die fehlt noch. Und die holen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme. Also, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video. Abonniert meinen Kanal, dann fehlt nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sorry dafür, dass es heute so, naja, hundsmiserabel schlecht gespielt war. Aber das kommt nun mal vor. Ist halt nicht immer so leicht. Also dann, ciao, ciao.